Es freut mich natürlich bei so einem tollen Wetter. Ich habe geschlagen, sagt mir, die mal die Himmel ein bisschen schütteln, dann haben wir den Schnee. Dann brauchen wir keine Kanone vom Feldberg, sondern wir schaffen das mal ohne. Und jetzt dieses Jahr toll, die Kulisse wunderbar, aber noch schöner ist, dass Sie da sind. Das Erste, es freut mich natürlich, dass wir heute Abend das Auto übergeben können, aber ganz herzlich begrüßen möchte ich unseren Bürgermeister Dr. Egerhard Meroth. Herzlichen Dank, dass du Zeit hast, dass du heute Abend hier bist und auch noch ein paar Worte sagst. Dann unseren Chordirektor Rolf Rubsamen, dir auch herzlich ein Willkommensgruß. So, und dann der Marktleiter, ist auch hinten dran. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, weil du bist ja mein Stellvertreter, Rainer, und du machst es jedes Jahr mit der Renate, mit Bravour hier, mit dem Aufbau, Abbau und die 10 Tage. Lieber Rainer Busch, herzlichen Dank für die Wahnsinnsarbeit. Ist wohl Applaus wert. Aber bevor wir zur Autoübergabe kommen, möchte ich doch unserem Bürgermeister das Wort erteilen. Ja, sehr geehrter Herr Burgert, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen hier zu unserem 10., 12. Weihnachtsmarkt, 13. zweimal der Vita Classica, weil man ja am Anfang doch noch ein bisschen interne Diskussionen hatten in Bad Krozingen, ob ein Weihnachtsmarkt gut sei. Heute hat er sich schon 10-mal bewährt und es ist eine wunderbare Veranstaltung geworden, die dafür sorgt, dass hier im Heilbad auch im Winter etwas los ist, dass Sie Freude haben, dass man sich einstimmen kann auf die Weihnachtszeit. Und ich wünsche Ihnen persönlich, dass Sie einige auch ruhige Tage haben, die jetzt auf Weihnachten vorbereiten und dann auch die entsprechende Freude. Auto, die Übergabe soll jetzt stattfinden. René und Roland, ihr zwei, und du auch, Thomas, ihr geht da runter. Schlüssel, und jetzt die Gewinnerin ist die Anita Josef aus Schlatt. Das ist natürlich ein Todesdach, wenn das Fahrzeug hier in der Badstadt oder in einer Teilgemeinde bleibt. Das ist ja toll. Ja, auch ein Willkommensgruß an die Presse, der Herr Huber und der Herr Merzin, habe ich gesehen. Ich denke, dass sie auch jedes Jahr. Ich bin bei den Landfrauen von Bad Krozingen und bin seit 1990 jedes Jahr am Stand der Landfrauen tätig. Wir verkaufen Kaffee, Kuchen, Plätzchen und jedes Jahr kommen die Losverkäufer vorbei und ich kaufe jedes Jahr Lose, so auch dieses Jahr, und habe dieses Jahr das große Los gezogen. Das freut uns alle. Danke.